So welcome to the fire. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hinter dem Bild. Mein Name ist Christoph Klüpfel und ich zeige dir in diesem Podcast Infos, die dich vom Outsider zum Insider machen. Speziell, welche Techniken gibt es denn hinter dem Bild, beziehungsweise, ja, was kann man denn eigentlich alles so machen hinter dem Bild? In dieser zweiten Folge, beziehungsweise eigentlich ist es ja erst die erste Folge, denn in der Episode 1 hatte ich eine Vorstellung gemacht, wer ich bin, was genau ich mache, und in dieser Folge gibt es eben schon die erste Nutzerfrage, die ich hier habe. Und die erste Nutzerfrage, wenn die Technik jetzt nicht gleich spinnt, ist von Anastasia, und die Frage ist eben diese hier. Hallöchen, sorry für die Störung, aber mal so eine Frage, weil ich habe mir vor, eine Kamera zu kaufen. Und was würdest du mir eigentlich so empfehlen, so für Anfänger? Weil ich würde auch mal gerne so in diese Richtung Fotografie gehen, weil das interessiert mich irgendwie zurzeit. Und ja, ich wusste jetzt auch gar nicht, was für Equipment ich mir besorgen soll. Und einfach allgemein so diese Basics, was ich einfach brauche. Und einfach so für Anfänger. Also es muss jetzt nicht so überteuertes sein, aber dass ich mir nicht irgend so einen Klump hole. Okay, das ist der erste Teil. Und ich habe sie dann noch gefragt, was genau sie eigentlich machen möchte, denn das Problem dabei ist, also bei dieser Frage, bei dieser eigentlich relativ einfach wirkenden Frage, ist, dass eigentlich eine ganze Menge dahinter steht, denn wenn du schon mal die Preise von Kameras gesehen hast, dann wird dir aufgefallen, dass die nicht gerade eben sehr billig sind, beziehungsweise ja, du kannst natürlich dir auch eine billige Kamera kaufen. Allerdings ist die dann teurer, als wenn du dir gleich eine etwas teurere gekauft hast. Ich weiß, das hört sich etwas komisch an, und das ist irgendwie, wirkt so kontra, also wirkt so entgegen dem, was man eigentlich meinen möchte. Warum das so ist und warum ich das glaube, das siehst du im ein paar Minuten. Der zweite Teil ist einfach, ich habe sie gefragt, was genau sie machen möchte, und hier ist ihre Antwort. Ja, ich experimentiere zurzeit mit, ja, einfach, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, dann, ich habe mir zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, ja, ich habe mir jetzt rote Acrylfarbe gekauft, habe jetzt meine Flossen damit eingefärbt, und ich würde gerne irgendwie so, ja, Bilder nachstellen. Also es geht eigentlich hauptsächlich eher so Selbstdarstellung, ja, einfach so Porträtfotografie, und natürlich viel um Tätowierungen, das wäre halt sowas cool. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie so explizit irgendwas für Landschaften, sondern eher so Porträts. Genau. Ja, ich habe es mir schon gedacht, dass man wahrscheinlich ein bisschen mehr investieren soll. Und ja, ja, genau. Und kannst du mir dann einen Link dann schicken, wenn du dann dieses Podcast dann raufgeladen hast? Weil das würde ich mir nämlich gerne mal angucken. Und ich hoffe, das ist nicht auf Englisch. Okay, peace and out. Also der Punkt ist der, sorry, wenn das jetzt wie ein Verkaufsgespräch wirkt, allerdings es ist einfach meine eigene persönliche subjektive Meinung zur Frage, welche Kamera soll sich jemand kaufen. Bei Anastasia ist es so, sie möchte Porträts machen, und sie möchte, ich habe daraus gehört, sie möchte ihre Kunst fotografieren, Selbstdarstellung, also Porträt, wahrscheinlich malen, beziehungsweise Tattoos fotografieren. Also nehme ich an, dass sie wahrscheinlich auch Makrofotos machen möchte, also Fotos von
also Detailaufnahmen von eben Tattoos, was ziemlich, ziemlich cool ist. Sie hatte noch erwähnt, später als ich mit ihr geschrieben habe, dass sie noch eine Kamera haben möchte, die eben auch Videos filmt. Kommen wir mal zu dem Punkt, den ich vorher erwähnt habe, dass wenn du, oder den sie auch erwähnt hat, wenn du billig kaufst, dann kaufst du zweimal. Aus eigener Erfahrung kann ich das leider bestätigen, und zwar eine Erfahrung, die ich so nicht mehr machen möchte, weil ich habe mir mal von Tokina das 2470 f2.8 geholt. Das war ein Objektiv. Und ich habe mir das Tokina geholt für meine Vollformat Canon 5D Mark III, weil ich mir dachte, hey cool, das Objektiv kostet nur damals um die 950 Euro oder ein bisschen mehr. Und ich war immer am Überlegen, ob ich mir das Canon, die Canon L-Optik 2470 f2.8, ich glaube Mark II ist es mittlerweile, holen soll, was aber deutlich teurer war. Ich habe mir, wie gesagt, eben das Tokina geholt und das dann beim ersten Shooting benutzt. Beim Shooting selber ist es mir leider nicht aufgefallen, sondern erst später. Und mir ist aufgefallen, dass manche Fotos einfach überhaupt nicht scharf waren. Ich habe keinen Filter benutzt. Ich habe das Objektiv ganz normal an der Kamera benutzt, automatische Schärfe benutzt und eben ja, fotografiert. Ich habe die Linse damals nicht kalibriert. Zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, was das sein soll. Allerdings muss ich sagen, nicht nur, dass die Bilder unscharf waren, die hatten einfach unglaublichen, also die Farben waren einfach unglaublich schlecht. Ich habe das Objektiv dann letztendlich verkauft, mit Verlust natürlich, weil ich das nicht zum Einkaufspreis wieder verkaufen konnte, und bin später eben der stolze Besitzer von eben diesem Objektiv, mit dem ich gerade filme, geworden, das Canon 2470 f2.8 Mark II, beziehungsweise die zweite Version davon. Es ist eine Canon L-Optik und die kostet einfach viel Geld, aber sie ist unfassbar gut. Der Punkt ist der, ich habe für das Objektiv damals, wie gesagt, etwas über 900 Euro bezahlt. Ich habe es dann wieder für um die 700, sagen wir 750 verkauft. Der Unterschied, also quasi, was ich drauf bezahlt habe, waren in dem Fall dann 150 Euro ungefähr. Wenn man dann aber sagt, okay, ich habe mir danach dann eben dieses Canon gekauft, dann muss ich den Unterschied, auf dem ich sitzen geblieben bin, zusätzlich auf das Canon-Objektiv draufrechnen, denn ich hatte ja mit Verlust verkauft. Das bedeutet, ich habe eigentlich ein sehr viel teureres Canon-Objektiv gekauft. Hätte ich mir zuerst das Canon-Objektiv gekauft, dann hätte ich eben diese 150 Euro von dem verlustreichen Verkauf nicht bezahlen müssen. Und so gesehen wäre zwar das Canon-Objektiv zwar immer noch teuer, aber es wäre nicht so teuer, als wie wenn ich mir zuerst eben ein Klump gekauft hätte. Und ich finde, das ist einfach ein ziemlich guter Punkt, den sie auch anspricht. Ich möchte ein paar Punkte hier ansprechen und ich hoffe, dass die Zeit dafür reicht. Ich habe mir eben auf meine Shownotes quasi mein Hirn aufgeschrieben, was ich eigentlich noch ansprechen möchte. Und zwar viele Leute, gerade jetzt Neuanfänger, die glauben, dass die Kamera das Bild macht. Natürlich technisch gesehen macht die Kamera das Bild. Allerdings ist es so, die Kamera macht nur das, was du der Kamera sagst. Ich würde an deiner, also falls, Anastasia, falls du zuhörst, und das dir wirklich, wirklich ernst ist mit der Fotografie und das jahrelang machen möchtest, was ich dir rate, denn Fotografie ist kein Sprint, sondern ein Marathon, wie fast alles im Leben,
dann rate ich dir dazu, dass du dir gleich was Gutes kaufst. Gut heißt in dem Fall eine Kamera, die, ja, was eigentlich? Wir hatten gesagt Porträts, Videos und eben auch Makroshots bzw. Detailaufnahmen von Tattoos. Dann solltest du dir eine Kamera kaufen, die manuell einstellbar ist, also Blende, Verschlusszeit und ISO. Das sind ohnehin drei Sachen, die du mit der Zeit lernen musst. Darüber wirst du nicht hinwegkommen. Das sind die Grundlagen, sage ich mal, in der Fotografie und im Video genauso. Und du wirst dann aber auch feststellen, dass du froh bist, eine Kamera zu haben, wo du diese Sachen separat voneinander einstellen kannst. Meistens haben die modernen Spiegelreflexkameras, wie jetzt zum Beispiel meine 5D Mark III, Halbautomatiken, wo du zwei Werte einstellst und der dritte Wert automatisch von der Kamera bestimmt wird, was an sich nicht schlecht ist. Und ich grundsätzlich nicht verstehe, warum manche Fotografen so arrogant sind und sagen, jeder ist ein Fotograf, bevor er den manuellen Modus entdeckt. Ich verstehe schon auf der einen Seite, okay, was weiß ich, manche Vollprofis in Anführungsstrichen, die sich dann auf irgendwelchen Portalen einstellen und sagen, sie sind die Vollprofis. Und ja, wenn man selber dann ein bisschen Ahnung von Fotografie hat und man sagt dem, naja, stell doch die Blende auf 1,8 ein, dann hast du ein bisschen mehr Tiefenschärfe und die schauen dich mit großen Augen an. dann weiß man auch, warum das so ist. Aber ich finde einfach, wenn du jetzt in meinem Fall zum Beispiel, wenn ich die Kamera nehme und gehe raus und ich stelle die Kamera eben auf eine halbautomatische halbautomatischen Modus ein, zum Beispiel Blende, bedeutet, ich stelle ISO ein, weil ich weiß, dass die Kamera bis zu einer ISO von 3200 zum Beispiel brauchbare Fotos liefert. Sagt der Kamera, okay, geh höchstens, also ich stelle die ISO auf 800 zum Beispiel und stelle die Verschlusszeit auf, was weiß ich, wenn ich jetzt eine 24mm Optik habe, dann nehme ich das Doppelte in Belichtungszeit, das wären dann ein 48stel Sekunden, also 50stel im Endeffekt. Und die Blende soll die Kamera automatisch eben je nach Belichtungssituation anpassen und einstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich finde auch, wenn du dokumentarisch unterwegs bist draußen, hey, warum nicht? Warum muss man jedes Bild manuell komplett einstellen? Ich finde, das ist total ineffektiv, vor allem wenn es schnell gehen muss. Und ja, genau. Ansonsten, ich finde halt, Das ist der Punkt, den ich in der ersten Podcast-Folge angesprochen habe. Macht die Kamera das Bild besser? Ich würde sagen, jein. Es kommt wirklich darauf an, sagen wir mal, wenn du jetzt zum Beispiel die Canon 5D Mark III mit der Canon 7D vergleichst. Ich finde, das ist ein unfairer Vergleich, weil die Canon 7D die erste Version davon, einen APS-C-Sensor hat, der kleiner ist. Also Sensor heißt, das Licht geht durch die Linse auf den Sensor, also quasi auf den Bereich, der das Bild dann belichtet und aufnimmt, also alle Lichtinformationen. Und je größer der Sensor ist, desto lichtempfindlicher ist es. Lichtempfindlicher bedeutet in dem Fall, du kannst bei schlechteren Lichtsituationen einfach ein besseres Bild machen, in dem kein Bildrauschen drin ist. Bildrauschen entsteht eben durch ein Erreichen einer technischen Grenze, zum Beispiel bei einer ISO-Zahl von, damals bei der 7D waren es so um die 1600er ISO, da hat man dann einfach gemerkt, in den dunklen Bereichen so kleine Artefakte, also einfach Kriseln im Endeffekt. Und eben, wie gesagt, je größer der Sensor ist, also in dem Fall von der Canon 5D Mark III ist es ein Vollformatsensor, deswegen kannst du mit dem Sensor in der gleichen schlechten Lichtsituation mit der gleichen ISO-Zahl ein Bild machen, in dem kein Bildrauschen ist, weil einfach der Sensor viel mehr Licht aufnimmt. Ich weiß nicht, ob das ungefähr logisch ist, was ich gerade erzählt habe, aber
Wie gesagt, ich finde halt, man muss dann auch wirklich Vollformat mit Vollformat vergleichen, weil der Punkt ist halt der, eine Vollformatkamera wird meiner Meinung nach immer besser im Lichtform, in der Lichtempfindlichkeit sein als eine APS-C-Kamera. Warum? Ganz einfach, die Physik. Größere Fläche bedeutet mehr Licht auf der gleichen Fläche als auf einer kleineren. Was bedeutet, dass sich die technischen Möglichkeiten in der gleichen schlechten Lichtsituation bei einer Vollformatkamera nicht ausreizen muss, im Gegensatz zu einer APS-C-Kamera. Und hey, das ist meine Meinung, aber ich finde halt, es ist logisch, weil du kannst ja. Ich finde, das, also mein Punkt ist der, als ich von der 7D auf die 5D Mark III umgestiegen bin, hat es mich zuerst fast umgehauen, weil ich auf einmal Licht in Bereichen gesehen habe, die ich mit der 7D nicht gesehen habe. Eben aufgrund der Lichtempfindlichkeit und der Größe des Sensors in dem Punkt. Genau. Ansonsten habe ich ja schon erwähnt, Vollformat und APS-C. Der Hauptunterschied ist die Sensorgröße und die Lichtempfindlichkeit. Es gibt noch viele andere Unterschiede, aber das geht jetzt ein bisschen zu weit. Ich würde dir raten, wenn du das Ganze längerfristig machst, kauf dir gleich eine Vollformatkamera, dann bist du auf der sicheren Seite. Wie gesagt, es kommt halt auch drauf an. Am Anfang ist es so, am Anfang shootest du viel und probierst viel aus. Und je mehr du machst, desto mehr stören dich gewisse Sachen. Bei mir war es am Anfang so, ich dachte mir, hey, cool, was weiß ich, Highspeed-Fotos, die allerersten Highspeed-Fotos, die habe ich damals mit der 7D gemacht. Und mich hat immer gestört, dass ich zu einem bestimmten Punkt Kriseln im Bild hatte. Das war sogar mit Blitz so. Das war einfach nicht die Qualität, die ich haben wollte. Ich wollte einfach immer eine bessere Qualität haben. Und als ich mir die 5D Mark III geholt habe, ja, tatsächlich, also die Qualität, zumindest der Anspruch an Qualität, den ich mir dachte, hat die Kamera wirklich erfüllt, weil einfach das Bildkriseln weg war durch die höhere Lichtempfindlichkeit. Allerdings muss ich fairnesshalber dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich mir die 5D Mark III geholt habe, habe ich auch mehr vom Lichtsetzen verstanden. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es, macht die Kamera zwar schon auch ein besseres Bild, technisch gesehen. Wie gesagt, technisch gesehen, Bildkriseln, Artefakte im Bild, die du nicht haben willst. Aber kreativ gesehen gibt es so viele mehr Möglichkeiten, die die Kamera einfach nicht ersetzen kann. Das bedeutet Bildkomposition. Wie richtest du deine Kamera aus? Ist es zum Beispiel ist dein Hauptfokusbereich, also das Objekt, das du fotografieren willst, im goldenen Schnitt? Wenn es nicht im goldenen Schnitt ist oder du nicht weißt, was das bedeutet, das ist einfach eine Bildkompositionsmöglichkeit, wie du bestimmte Sachen in einem Bilderrahmen oder in einem, ja, Frame quasi eben ausrichtest, um das interessanter zu machen. Dieses Ding kann die Kamera nicht übernehmen und deine Kamera kann auch nicht übernehmen, zum Beispiel, wenn du die Blende falsch einstellst. Und ich weiß, es ist kreativ und alles. Ich sag mal so, eine Blende ist dann falsch eingestellt, wenn ich im Bild rein gar nichts erkennen kann oder wenn es zu dunkel oder zu hell ist, dass ich nur weiß oder nur schwarz erkennen kann. Und ansonsten finde ich, gibt es ziemlich viel Spielraum, aber das ist ein Teil, den deine Kamera nicht immer übernehmen kann. Ich weiß, ich habe vorher gesagt, es gibt eine Blendenvorwahlautomatik. Das ist gut so und das kann viel retten, aber manchmal gibt es Situationen, also Lichtsituationen, in denen kann auch die Blendenautomatik nichts machen, denn die Kamera weiß ja gar nicht, was genau für dich jetzt eine richtige Belichtung ist. Genau.
wie gesagt, die Kamera kann manche Sachen eben nicht für dich übernehmen. Und deswegen ist es ganz gut, auch was du gesagt hast, dass man, dass du eben dir im Klaren bist, was genau du machen möchtest, weil dann kannst du genau entscheiden, welche Kamera du dir kaufen willst. Die Einsatzgebiete von einer Kamera entscheiden eben über die Features und was ich da rausgehört habe, ist, dass die Kamera eben ja zur Eigendarstellung sein soll. Ich nehme jetzt mal an, dass die Kamera nicht gerade sehr schwer, also ich nehme an, dass einfach die Kamera nicht sehr schwer sein soll. In dem Fall würde ich fast sogar von einer Spiegelreflexkamera abraten. Es gibt mittlerweile spiegellose Kameras, die, soweit ich weiß, sogar einen Vollformatsensor haben. Das Schwere an so einer Kamera ist, also mit den spiegellosen, nicht mehr der Kamerabody, sondern das Objektiv, das vorne dran ist. Und das ist gleichzeitig auch, wie soll ich sagen, die Kamera kostet natürlich Geld, aber was viel, viel mehr kostet, aus gutem Grund, ist das Objektiv. Denn ein Objektiv überlebt meistens den Kamerabody für mehrere Jahre. Soll heißen, der Kamerabody mit der kompletten Technik vollgepackt, der ist nach, ich würde sagen, 2 Jahren quasi alt, dann kannst du den weiterverkaufen und dir eine neue Kamera holen, aber du kannst das gleiche Objektiv an der Kamera benutzen. Falls du eine Kamera hast, die beides voneinander trennen kann, eine Systemkamera, also eine, bei der das Objektiv fest drauf ist, kann das nicht. Meistens ist es ein Objektiv, das ein Zoom-Objektiv ist, ungefähr gleichwertig mit einem oder ungefähr ähnlich wie ein Kit-Objektiv, das bei Kamera-Kits mit dabei ist. Ich würde tatsächlich dazu tendieren, dass du dir die Kamera kaufst, also den Body von der Kamera. Und da du gesagt hast, du möchtest Porträtfotos machen und Makrofotos bzw. Detailaufnahmen, würde ich tatsächlich sagen, hol dir eine Vollformat. Spiegellose Kamera, die ist leichter als eine Kamera mit Spiegel. Und hol dir zum Beispiel ein Objektiv mit Brennweite um die 70 mm. Beziehungsweise hol dir, sorry. Also ich habe zum Beispiel ein Objektiv, das ist ein 100 mm Makroobjektiv. Damit kannst du nicht nur Makroaufnahmen machen, sondern wenn du weiter weggehst, kannst du sehr, sehr coole Porträts machen. Das hat was mit der Brennweite zu tun, weil der Hintergrund durch das 100 mm Objektiv, normalerweise ist es so, wenn du ein Objektiv hast, sagen wir, das ist mit 24 mm und du hast eine Blende von 2,8, dann hast du eine größere Tiefenschärfe, nicht Schiefenschärfe. Das bedeutet, dass der Schärfebereich, also in der Bereich, in dem ein Objekt scharf ist und dann unscharf wird, sehr klein ist. Heißt zum Beispiel, das Gesicht von der Person ist scharf, aber hinter dem Kopf beginnt bereits die Unschärfe. Hast du allerdings ein Objektiv mit einer Brennweite von, ich würde sagen, ab 70 mm bis 100 mm, also auf jeden Fall ein Teleobjektiv, dann kannst du auch Blenden benutzen von zum Beispiel Blende 4, Blende 8. Und dann hast du nicht nur so einen kleinen Bereich, in dem du scharf stellen kannst, was extrem schwierig ist, by the way, sondern du hast dann eben mehr Platz, also um die Schärfe richtig einzustellen. Wenn du dann nämlich filmst, dann kannst du eine Schärfenverlagerung von, ich sage mal ganz blöd, von der Nasenspitze zum Rücken machen. Und eben mit einer Blende von 2,8 bzw. 1,8 ist es extrem schwierig. Du hast vielleicht ein paar Millimeter, in denen du den Schärfenring bewegen kannst und dann ist alles unscharf oder scharf. Deswegen ist ein Teleobjektiv meistens besser für Schärfenverlagerungen, weil du ganz genau die Schärfe eben einstellen kannst in dem Bereich, der, ja, sage ich mal, besser kontrollierbar ist. Genau. Ansonsten
Worauf solltest du achten, wenn du die Kamera quasi kaufst und deine Recherchen beginnst? Ein paar Dinge. So würde ich selbst vorgehen bei dem Ganzen. Und zwar ist das zum einen dann die Sache von der ich vorher schon gesprochen habe. Schau einfach mal, welche Kameras denn wie empfindlich sind und Moment, ich muss kurz die Lautstärke etwas ändern. So, okay. Also ich würde zuerst einmal schauen, welche technischen Limitierungen die Kamera hat. Soll bedeuten, schau dir Reviews an auf YouTube, am besten von Leuten, die nicht gesponsert werden vom Hersteller. Philipp Blum ist zum Beispiel ein Beispiel, naja, er wird teilweise schon gesponsert, aber er macht seine Reviews so, dass es tatsächlich authentisch ist. Das ist zumindest mein Stand bis vor ein paar Jahren. Wie es momentan ausschaut, weiß ich nicht, aber er nutzt viele Kameras eben auch selber und macht damit Filme. Gibt dann auch Ratschläge, welche Sachen gut sind, welche nicht so gut sind. Aber schau einfach im Internet nach Reviews. Check die Leute, ob die Leute tatsächlich, ich sag's mal so, ob die sich ja damit auskennen. Also speziell, wenn jetzt jemand sagt, das ist eine tolle Kamera für jeden, der anfängt, dann finde ich, ist das eine sehr gewagte Aussage, denn das ist genau der Grund, warum ich eben dich gefragt habe, wozu du die Kamera eigentlich verwenden wirst. Und das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also ich wäre an deiner Stelle hergegangen und hätte gesagt, okay, ich will die Kamera für Porträts, für Makros und für Videoaufnahmen. Dann würde ich in die Suche genau die drei Bereiche einsetzen und sagen, okay, beste Kamera für Porträts, Makros und Videoaufnahmen. Und dann kommst du schon oder dazu noch hinzufügen Full Frame oder ja, Vollformatsensor. Und dann bekommst du ein paar Vorschläge und aus den Vorschlägen kannst du ja schon mal grob raussuchen, was dir gefällt oder welche Vorteile bestimmte Kameras haben, auf die du ganz besonders viel Wert legst. In meinem Fall damals war es tatsächlich die Farbdarstellung. Also ich hatte vorher eigentlich eine Nikon-Kamera und wollte eigentlich nicht wechseln. Allerdings habe ich dann eben von einem Kumpel die damalige Canon 7D gesehen und habe die Farbdarstellung auf dem Display und später dann auf dem großen Bildschirm gesehen. Und die Farbdarstellung war einfach in meinen Augen viel, viel besser als die von ja, von Nikon. Habe dann eben mein Nikon-Set verkauft und bin komplett auf Canon umgestiegen und habe es bis heute nicht bereut, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings ist es dann tatsächlich so, du solltest dich schon für eine bestimmte Marke entscheiden und dann auch wirklich dabei bleiben. Denn wenn ich jetzt mein Kamera-Equipment verkaufen würde, und zu Sony zum Beispiel gehen würde, dann müsste ich mir für meine Optiken, Adapter kaufen, um die auf Sony-Kameras nutzen zu können. Mein Blitzzubehör würde dann wahrscheinlich nicht mehr mit Sony funktionieren. Und umgekehrt, Sony funktioniert meistens nicht mit Canon. Deswegen, wenn du dich für einen Hersteller entschieden hast, dann schau dir vielleicht auch mal den Hersteller genauer an, was der so macht und wohin sein Weg geht, ob der sich weiterentwickelt oder ob er stagniert und immer wieder die gleichen Kameras herstellt, ist meistens ein guter Indikator für Hersteller, die, ich sag mal, die Leute weiterbringen wollen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Blackmagic Design und Canon. Blackmagic Design ist ja sehr innovativ, stellt mittlerweile Filmkameras für Hollywood-Produktionen her, sage ich mal einfach so flapsig. Jetzt werde ich wahrscheinlich gekreuzigt von einigen Kollegen, aber die machen wirklich verdammt gute Kameras. Und die machen auch verdammt gute Schnittsysteme, sind sehr innovativ und
machen das Ganze, wie ich finde, zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das unschlagbar ist. Ich kann dir die Wahl nicht abnehmen, aber wie gesagt, damals für mich war eben der Grund, warum ich zu Canon gewechselt bin, der von der Farbdarstellung. Ein anderer im Nachhinein auch Grund für mich war, dass die Canon L-Optiken, ja, ich weiß nicht, irgendwie sind die Canon L-Optiken so ein bisschen zum Standard geworden für den Prosumer-Bereich. Also irgendwie findet man die Canon L-Optiken auch auf Kinokameras. Und die Canon L-Optiken sind auch wirklich gut. Also wenn ich es mir leisten könnte, würde ich mir jede einzelne Brennweite von Canon L-Optiken holen. Und nein, dieses Video ist nicht von Canon gesponsert, bevor jetzt jemand sagt, dass es das ist. Ja, ansonsten, wie vorher schon erwähnt, die Sensorgröße und Lichtempfindlichkeit. Wie vorher erwähnt, je größer der Sensor, desto lichtempfindlicher die Kamera und das bedeutet, desto adäquat lichtempfindlicher ist die Kamera. Also das bedeutet, dass die Kamera halt dann eben lichtempfindlicher ist, ohne dass du irgendwelche komischen Flecken im Bild drin hast. Diese komischen Flecken kann man meistens in der Nachbearbeitung wegbasteln, aber ich finde, alles, was in der Kamera gut ist, muss man in der Nachbearbeitung nicht machen und spart Zeit und Mühe. Und warum nicht gleich alles in der Kamera richtig machen oder aufnehmen? Deswegen schau, dass du eben dir eine Vollformatkamera holst, weil ich mir denke, dass die Kamera einfach sich auszahlt. Wie vorher schon erwähnt, hätte ich mir damals zum Beispiel statt der 5D, statt der 7D gleich die 5D Mark II gekauft. Die wäre zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar älter gewesen, wäre zwar teurer gewesen, aber wahrscheinlich würde ich mit der heute noch filmen und fotografieren. Und das war 2006. Also vor 14 Jahren. Ja. genau, ansonsten habe ich für dich die Frage, muss es immer neu sein? Also der Punkt ist der, Kamera-Equipment wird sich immer erneuern und jedes Jahr ist die NAB in Los Angeles, glaube ich, also die ja, Show, bei der es dann eben Neuerungen von verschiedenen Kameraherstellern und Lichtherstellern gibt. Und wenn man so ein bisschen in diesen Zubehör und Kamera Aufrüstungs Strudel kommt, dann kann man glauben, dass man jedes Jahr eine neue Kamera braucht, was totaler Quatsch ist. Und der Vorteil, den das allerdings bietet, ist, dass manche Leute dann tatsächlich auf neuere Modelle umsteigen, fast jedes Jahr. Und dann natürlich das Equipment, das, ich sage mal, ein Jahr in Anführungsstrichen alt ist, dann natürlich auch auf zum Beispiel eBay Kleinanzeigen angeboten wird. Und ich würde dir tatsächlich raten, schau mal auf eBay Kleinanzeigen, wenn dich das nicht stört, dass die Kamera jetzt, was weiß ich, einen kleinen Kratzer auf der Oberfläche hat, was wirklich kein Problem ist. Was natürlich ein größeres Problem wäre, wenn die Kamera kein Display hätte, weil es einfach zertrümmert ist. Aber ein kleiner Kratzer an der Oberfläche auf einem Kamerabody, Vorsicht, Kamerabody, nicht Linse, auf einem Kamerabody, finde ich, ist ein Schönheitsfehler und letztendlich hast du dann auch eine bessere Verhandlungsposition, weil du dann sagst, naja, was geht denn noch vom Preis? Und manche Leute lassen wirklich mit sich reden, weil es ist ja eine Win-Win-Situation. Sie kriegen ja Geld durch den Verkauf und haben ja bestimmt auch ein Limit gesetzt und du kannst dann eben entscheiden, hey, okay, das bin ich bereit dafür auszugeben, was immer noch günstiger ist, als dir die gleiche Kamera eben neuwertig zu kaufen. Was du allerdings ja nicht unbedingt gebraucht kaufen solltest und wenn du es gebraucht kaufst, dann von jemandem, dem du vertraust, beziehungsweise wo du es dir vorher eben ansehen und ausprobieren kannst, sind eben
Linsen für die Kamera. Der Grund ist einfach der, es gibt so viel, was bei einer Linse ein Problem verursachen kann. Also selbst wenn die Linse keine oberflächlichen Kratzer hat, wenn die Linse keinen Schaden im, ich sag mal, Lenscoating hat, also die Linse hat eine bestimmte Oberfläche, die Linse, also die Frontlinse ganz außen, ist mit einer bestimmten Substanz bedampft bei manchen Linsen, und wenn da ein Schaden entstanden ist, dann kann es sein, dass es Auswirkungen auf die Bildqualität hat. Natürlich, ein offensichtlicher Kratzer in der Frontlinse ist ein No-Go, und das würde ich auch auf gar keinen Fall mir holen. Genauso wie Schäden am Objektivring vorne, direkt an der Frontlinse, wenn da irgendwelche Sachen gedätscht sind, also quasi, wie sagt man, ja, wenn Dellen drin sind, dann würde ich die Finger davon lassen. Es kann aber manchmal sogar sein, dass es überhaupt nicht so offensichtlich ist, sondern dass sich ein kleines Steinchen in der Linse befindet, und dieses Steinchen sieht man nicht von außen, sondern du merkst es nur, wenn du die Linse scharf stellst zum Beispiel oder den Zoomring bedienst, und zum gewissen Zeitpunkt hörst du so ein kleines Kratzen. Das ist absolut ein No-Go, und das kann dir tatsächlich auch passieren, weil selbst wenn die Linse von außen perfekt aussieht, wer sagt dir, dass da kein Körnchen drin ist oder dass die Linse zum Beispiel einen Pilz drin hat? Habe ich tatsächlich schon gesehen, und deswegen, selbst wenn du die Linsen gebraucht kaufst, dann kauf sie von, was weiß ich, jemanden, bei dem du sie abholen kannst und ausprobieren kannst, um eben auf der sicheren Seite zu sein. Jo. Wie gesagt, es muss nicht immer neu sein. Die Kameras sind stabil, der Kamerabody. Die Linsen, ja, kauf sie vielleicht gebraucht, aber entweder bei jemanden, der sie überprüft, Rebuy oder irgendwelche Firmen, die vorher überprüfen und garantieren, dass die so kommen, wie sie sie eben eingestellt haben, oder von Leuten, denen du vertraust, beziehungsweise bei denen du sie testen kannst. Video und Foto, ja, aber es gibt halt Unterschiede. Video ist nicht gleich Video. Wie soll ich sagen? Eine Kamera, die Videoformat aufnimmt, nimmt meistens, wenn es zum Beispiel eine 5D Mark III ist oder eine zum Beispiel Panasonic FZ1000, dann nimmt diese Kamera meistens entweder AVCH Format auf oder H264 oder manchmal sogar H265 Codec. Das ist alles furchtbar kompliziert mit Codecs und Zeug. Darüber möchte ich aber gar nicht reden, sondern ich rede jetzt mehr von dem Unterschied zwischen RAW und diesen Codecs, die ich gerade beschrieben habe. Der Hauptunterschied ist einfach, dass du bei RAW Codecs, also bei einem Dateitypen, der im Endeffekt ein Bildnegativ ist, mit dem du extrem viel in der Nachbearbeitung verändern kannst, du extrem viel Speicher verbrauchst. Das merkst du vor allem, wenn du mit deiner Kamera RAW-Format fotografierst, was ich übrigens jedem empfehle, selbst wenn du die Bilder nicht nachbearbeiten möchtest, denn du kannst einfach, also selbst wenn irgendein kleines bisschen die Farbtemperatur zum Beispiel abweicht, dann kannst du das in RAW eben verändern, und das ist eine Sache auf 3 Sekunden in der Nachbearbeitung, und du hast ein, ja, schönes Bild mit der richtigen Farbtemperatur. Der Punkt ist aber der, dieses Format braucht unglaublich viel Speicher, und es gibt tatsächlich Videokameras, die in diesen Format sind, also in dieser Größe sind wie die Spiegelreflex. Dazu gehört zum Beispiel die Blackmagic Cinema Camera 6K und 4K, und die zeichnen eben Blackmagic RAW Codec auf. Der entscheidende Nachteil ist aber, dass du eigentlich keine Speicherkarte mehr dazu benutzen kannst, sondern du steckst gleich eine Festplatte an.
Das sagt eigentlich schon eine Menge aus über die Datenmengen, die da eben gebraucht werden. Und wenn du eine Festplatte an die Kamera anstecken musst, dann überleg mal, wie viel Speicherplatz du auf deinem Computer brauchst. Und deswegen, ich würde sagen, wenn du nur ab und zu Videos machst für, was weiß ich, Social Media oder für YouTube, was nicht wirklich Social Media ist in meinen Augen, aber so in diesem Punkt, dann reicht H.264 Codec oder H.265 Codec vollkommen aus. Wenn dir dieser Codec nichts sagt, ist kein Problem, aber der wird zusätzlich in den Datasheets von Kameras eben angegeben und das ist vollkommen okay. Der Codec ist ziemlich klein im Vergleich zu Blackmagic RAW, deswegen brauchst du dir keine Sorgen über die Datenmengen machen. Bei 4K-Auflösung an meiner Lumix FZ1000 habe ich zum Beispiel schon festgestellt, dass eben auch der H.264-Codec recht groß ist, weil die Bildauflösung eben eine größere ist, also mit 4K im Vergleich zur 5D Mark III mit Full HD. Das ist eigentlich aber noch ein Punkt, den ich ansprechen möchte, denn das Bild von der Lumix FZ1000, obwohl es eine APS-C-Kamera ist, also kein Vollformatsensor wie die, heißt eigentlich schlechtere Qualität in ungünstigen Lichtsituationen. Wenn man dieses 4K-Bild dann, also dieses 4K-Videobild dann quasi vom Schnittprogramm in Full HD umwandelt und exportiert, um es auf YouTube hochzuladen, dann wirkt dieses Bild von der Kamera schärfer als das von der Full HD Vollformat-Kamera. Der Grund ist einfach der, dass viel, viel höhere Auflösung da ist und das Bild dann entsprechend komprimiert werden kann, eigentlich quasi von einer viel höheren Auflösung komprimiert in eine schlechtere, in Anführungsstrichen, Auflösung. Deswegen wirkt das Bild meistens etwas schärfer. Ein anderer Teil, den ich noch ansprechen möchte von dem Punkt Video, ist der, dass du wahrscheinlich um 4K-Video nicht rumkommst, weil das fast schon Standard ist. Wie gesagt, die Datenmengen sind ein bisschen höher, allerdings jetzt nicht so wahnsinnig viel höher. Und der Punkt von 4K im Vergleich zu Full HD ist, dass du natürlich auf YouTube, also ich würde sagen 90% oder 80% von dem Content sowieso in Full HD anschaust, aber ein wichtiger Vorteil von 4K oder 6K oder was weiß ich, auf jeden Fall höher als Full HD, ist der, dass du in der Nachbearbeitung einfach deinen Bildausschnitt noch viel, viel anders gestalten kannst. Also zum Beispiel kannst du halt, wenn jetzt eine Person direkt in der Mitte von deinem Bild steht, dieses Bild croppen, also zum Beispiel zuschneiden, so dass die Person eben auf einer Linie vom goldenen Schnitt ist. Wenn du nicht weißt, was goldener Schnitt ist, google das. Und das Bild kannst du dann trotzdem als Full HD rausrechnen. Du hast sozusagen keinen Qualitätsverlust, kannst aber noch das Framing ändern von deinem Bild im Video. Das gleiche gilt für Fotoaufnahmen. Du kannst natürlich in einem RAW-Bild, das größere Auflösung hat als Full HD, was eigentlich bei jeder Kamera der Fall sein sollte, dieses Bild natürlich komplett verändern, auch mit dem Framing. Deswegen würde ich sagen, schau nach einer Kamera, die Fotos macht, aber die halt auch 4K-Video aufnimmt. Ich kann dir keine Modelle geben, aber das ist das, wonach ich schauen würde. Ja, genau. Der andere Punkt ist dann eben der, den viele Leute nicht beachten und den auch eigentlich kaum jemand in irgendwelchen Reviews anspricht. Und zwar ist es der Punkt von deiner EDV, also von deinem Computersystem oder von deinem Server. Und zwar hast du die quasi Horsepower, also die Pferdepower von deinem PC, um Videos überhaupt verarbeiten zu können. Bei Bildern sehe ich nicht das Problem, denn Bilder kannst du wirklich mit, ich würde sagen, mit MacBooks von 2009 bearbeiten. Und
ja, mit Leistungsstärke, und PCs natürlich sowieso. Ich möchte jetzt nicht auf den ganzen Unterschied zwischen PC, Laptop oder oder zwischen Apple und Windows Systemen eingehen. Aber ganz grundsätzlich gilt, wenn du Videos bearbeiten möchtest, speziell in einem schlechteren Codec, wie das eben, also wenn du Videos bearbeiten willst, speziell in einem schlechteren Codec, wie eben ja, H264, H265, dann solltest du einen entsprechend leistungsstarken Laptop oder PC haben. Genau. Das ist nämlich auch meistens die Krux an der ganzen Geschichte, dass sich die Leute dann möglichst günstige Kameras kaufen, die eigentlich qualitativ gut sind, aber spätestens, wenn sie das erste Video schneiden, dann feststellen, dass der Computer das gar nicht leisten kann. Deswegen schau, mach mal zum Beispiel ein Testvideo oder lad dir ein Testvideo von einer bestimmten Kamera runter. Das gibt es meistens auf der Hersteller-Webseite, und schneide das mal mit deinem Computersystem, um rauszukriegen, ob es das überhaupt packt. Dann hast du meistens eine sehr schnelle Übersicht über die Kosten, was dich das Ganze dann kosten wird. Denn natürlich kostet die EDV zusätzlich zur Kamera Geld, und das ist dann alles, was der, was den Anschaffungspreis an Kameras und an Hardware eben nach oben treibt. Genau. Ich habe es ja eigentlich schon angesprochen im Punkt von EDV. Du musst jetzt kein Profi sein und Geld damit verdienen, um dir ein Serversystem zu kaufen. Und das Serversystem, das ich benutze, ist auch relativ klein. Es ist ungefähr so groß. So vielleicht. Also es ist ungefähr, ich würde sagen, die Hälfte eines Schuhkartons. Und es hat 4 Laufwerke drin. Du kannst diese Laufwerke natürlich, je nachdem, wie viele Daten du speichern möchtest oder bewegen möchtest, anpassen. Bei mir sind momentan 4 Terabyte Platten drin. Das System ist im Endeffekt so ausgebaut, dass es den kompletten Verlust von 2 Festplatten verkraften kann, wo ich dann einfach nur 2 neue Festplatten einstecken muss und sämtliche Daten werden komplett wiederhergestellt ohne Verlust. Das System selber ist relativ, ich würde sagen, wartungsfreundlich. Also ich muss nicht viel damit machen. Ich kann es direkt an meinen Computer anstecken mit einem Netzwerkkabel. Und dieses Netzwerkkabel ist sehr viel schneller als die, also der Datendurchsatz dieses Netzwerkkabels ist wesentlich schneller als USB 3.0 oder irgendwelche anderen Sachen. Von dem Punkt her kannst du dann tatsächlich sogar die Sachen auf deinen Server speichern, was natürlich super ist, weil du mit jedem Gerät im Netzwerk darauf zugreifen kannst und dann eben die Daten verarbeiten kannst. Genau. Der Punkt ist einfach der, ich möchte meine Sachen nicht verlieren, und manche Dinge, also manche Porträts von jetzt Leuten, die, was weiß ich, schon verstorben sind, die lassen sich nicht einfach wieder reproduzieren, also die sind für immer weg, und in dem Punkt wird ein Foto einfach unbezahlbar, was einfach auch den emotionalen Wert und natürlich dann letztendlich auch den finanziellen Wert eines Fotos betrifft. Und auf der anderen Seite, wenn wir mal von dem ganzen Wert- und Business-Ding weggehen, es sorgt einfach dafür, dass du nicht im Hinterkopf haben musst, ich könnte dieses Foto oder diese Sachen verlieren. Und ja, es ist einfach wahnsinnig aufwendig und zeitraubend, wenn du das Ganze dann nochmal fotografieren oder filmen musst, weil dir die Daten verloren gegangen sind. Deswegen ist sowas natürlich auch noch zu beachten. Genau, der Server ist von Asus TOR. Das ist ein Asus TOR 4-Bay RAID System. Google es einfach mal und du wirst ein paar Vorschläge bekommen.
Es ist komplett abhängig von dem, was du machen möchtest und wie groß deine Datenmengen sind, die du hast. Es gibt allerdings auch zwei Bay RAID Systeme, also die haben zwei Einschübe und das bedeutet, ein Laufwerk ist gespiegelt und es verkraftet eben den kompletten Ausfall von einem Laufwerk. Da schiebst du ein neues Laufwerk rein und es stellt sämtliche Daten wieder her. Genau. Ansonsten muss ich mal kurz auf mein Hirn schauen. Im Endeffekt habe ich jetzt alles vom Kamerabody erwähnt. Und das Einzige, was ich noch empfehlen kann, ist, dass du dir zusätzlich natürlich zu deinem Kamerabody ja ein Objektiv kaufen musst. In deinem Fall, wenn du Porträts machst und Makroaufnahmen, würde ich sagen, eigentlich eine Brennweite von, ja, 100 Millimetern, beziehungsweise von, wenn du ein Zoom-Objektiv dir kaufst, dann würde ich sagen, schau, dass du dir eins kaufst, wo du ab 50 mm aufwärts vielleicht zoomen kannst oder ab 70 mm. Es gibt mittlerweile auch Objektive, zum Beispiel von Canon ein 24 bis 105 mm Objektiv, was sehr viele Brennweiten abdeckt. Also Brennweiten sind eben wie weitwinklig oder wie nah ran du zoomen kannst vom Bildausschnitt her. Und ich würde schauen, dass du eine konstante Blende hast. Meistens ist es so, dass beim Canon 24 bis 70 mm dabei steht f2,8. Das bedeutet, das Objektiv kann von 24 mm bis 70 mm zoomen und dabei hat es immer eine konstante Blende von von minimal 2,8. Es gibt welche, die haben zum Beispiel F3,2 bis 4,5. Das bedeutet, im reingezoomten Zustand hat das Objektiv eine Blende von 4,5, was Licht wegnimmt. Deswegen schau, dass du dir ein Objektiv holst, das eine Blende hat, das eine konstante Blende hat, also 2,8, 4,5, sonst was, weil du dann beim Zoomen eben keinen Lichtverlust hast, durch das, dass sich die Blende etwas schließt. Jo, ansonsten hoffe ich, dass es dir etwas gebracht hat und falls sonst noch Fragen sind, dann schreib sie in die Kommentare oder in die Kommentare auf meiner Website und wir sehen uns in der nächsten Episode von Hinter dem Bild. Bis dann, ciao, ciao.